Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario The Origami King. Ja, die schlimmsten Befürchtungen sind zum Glück nicht wahr geworden. Luigi hat es tatsächlich überlebt und wir haben ihn in der letzten Folge befreit. Wobei ich sagen muss, dass die letzte Folge schon relativ krass war. Also Graffiti-Kanäle haben wir mal durchschritten, auch 100% abgeschlossen. Und ja, die Rettung von Luigi war halt eben nochmal das Sahnehäubchen. Oh, jemand hat wohl den ganzen Kram zur Seite geräumt, der eben noch hier war. Das muss Luigi gewesen sein, oder? Ich wünschte, mein Bruder wäre so nett und hilfsbereit wie deiner. Ja, man kann halt nichts alles haben, möchte ich sagen. Geschwisterliebe ist auf jeden Fall on point. Na gut, dann würde ich sagen, weiter geht's. Und wir haben uns auf jeden Fall auch mal wieder einen Speicherblock verdient. Das finde ich gut. Tja, jetzt können wir zumindest sagen, dass wir den Palast gefunden haben, denn da ist er. Aber an diesen Luftschlangen kommen wir nicht vorbei, das kann ich dir jetzt schon sagen. Die sehen vielleicht nicht sehr reißfest aus, aber wie ich meinen Bruder kenne, sind sie doppelt und dreifach gefaltet, wenn nicht gar laminiert. Außerdem können die aus allen möglichen Richtungen. Müssen wir etwa die ganze Welt bereisen, um sie zu lösen? Ja, sieht so aus. Die rote Luftschlange geht da entlang. Wenn wir einfach folgen, müssten wir uns ja eigentlich in die richtige Richtung bewegen, oder? Ja, die sieht schon relativ nah aus. Das heißt, wir könnten eventuell die erste Luftschlange hier tatsächlich schon eventuell lösen. Das wäre cool. Bitte, so hilft mir doch jemand. Ich bin hier irgendwie zwischen den Dimensionen. Hey, das klingt ja so, als würde ganz in der Nähe jemand in der gleichen Klemme stecken. Wie ich seinerzeit. Wir sollten unbedingt helfen. Ja, Olivia, mittlerweile wissen wir, dass du in der... Ah! Nur falls ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, mir gefällt es hier nicht. Hilfe. Ja, wo denn? Ruft da nicht jemand nach Hilfe? Sollen wir wirklich nicht darauf eingehen? Ja, es ist super schön und gut. Okay, den können wir runterkicken. Ah, da müssen wir den besiegen wahrscheinlich. Na gut. Jetzt habe ich vergessen drauf zu hämmern. Ganz ehrlich, das hätte sich der Kerl verdient. Okay, der eine tanzt mal wieder ein bisschen aus der Reihe, aber ich verstehe schon, wie es funktioniert. Ja, mittlerweile lebe ich mich immer mehr in dieses Kampfsystem ein. Ab und zu gibt es natürlich noch ein paar Probleme, aber ganz ehrlich, ich würde sagen, Übung macht den Meister, somit wir werden es irgendwann wahrscheinlich komplett draußen haben und irgendwann auch die ganzen Züge im Kopf verankert haben. Das war auf jeden Fall schon mal alles richtig. Jupp, wie erwartet. Hier sind die Falldame. Also man muss teilweise wirklich Gegner besiegen, damit wir halt die frei bekommen. Hier. Ah! Das ist ein blauer Tod. Oh puh, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich zurück zu meinem Laden in Toad Town. Den lasse ich nämlich nur ungern länger als für ein paar Minuten alleine. Ja, ich weiß. Ich sollte da lockerer sein, aber kommt doch mal vorbei. Wir führen Ausrüstung, Items und viele andere nützliche Dinge. Ach, das ist also der Shop-Tod. Männer, die Brücke war doch nicht immer so kaputt. Wie soll ich denn jetzt zu meinem Laden zurückkommen? Ja, zieh in der scheiß Schlinge, ganz ehrlich. Toter und todsgerettet. Ach so! Deswegen stand da 100%. Es gibt nur einen. Ja, okay, ist logisch. Gut, dann reparieren wir ganz kurz mal die Brücke. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Du hast sie repariert, ich danke dir. Ich werde sogleich zu meinem Laden eilen, aber zuerst einmal hier. Ein gratis Exemplar aus meinem Sortiment. Viel Spaß damit. Als hätte ich davon nicht schon genug. Ich muss los. Muss schnell das Feuer löschen, das bestimmt in meinem Laden ausgebrochen ist, als ich mal ein paar Minuten nicht da war. Na gut, ich folge dem Tod auf alle Fälle, denn dieser Laden, der wird mich auf alle Fälle interessieren. Und mittlerweile kommt das Leben zurück. Ich meine, der Tod da oben, der chillt auch einfach mal. Mir geht einfach nichts über Wasser, auch wenn ich aus Papier bin. Meine Freunde sagen, ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ich liebe diese Wortspiele mittlerweile. Ich bin schon gespannt. Ich müsste mitzählen mal, wie viele das insgesamt sind. Hier ist der Laden. Danke nochmal, dass du mich aus der anderen Dimension befreit hast. Jetzt kann ich wieder 18-Stunden-Schichten im Laden schieben. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Ich verkaufe massig tolle Sachen. Schau doch mal rein. Das heißt, nach der Zeit werden sich wahrscheinlich auch die anderen Türen öffnen.
Hier ist er. Der verkauft auch, sehe ich das richtig? Sind das diese Schatzminis? Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Na, was darf's sein? Ich hoffe, du hast deine... Das konnte ich jetzt gerade nicht lesen, egal. Auf alle Fälle hat er schon einige coole Sachen. Ein Sechserpack an Pilzen. Und Feuerblumenset. Ja gut, ich würde sagen, ich kaufe mal ein bisschen ein. Komm, weil wir eh schon so viel haben, let's go, komm. Ich gönne mir jetzt so richtig einfach. Also 14 Pilze würden auf alle Fälle reichen. Ich glaube, ja komm, nochmal sowas, warum nicht? Nochmal ein paar Feuerblumen. Man gönnt sich ja sonst nicht. Und die Eisenstiefel, die hole ich mir natürlich auch. Endlich haben wir mal neue Ausrüstung. Toll, wenn ich das richtig sehe, hast du gerade eine Waffe erhalten. Die helfen dir im Kampf beim Angriff. Ich habe mal gehört, dass Waffen ganz verschiedene Effekte haben können, aber zuerst muss man sich damit im Plusmenü ausrüsten. Wenn du eine Waffe zu lange verwendest, kann sie kaputt gehen. Das solltest du auch im hitzigen Kampf nicht vergessen. Oh! Okay, warte, da kaufe ich mir gleich direkt noch ein zweites Paar. Ich meine, wenn die kaputt gehen, dann... Nice zu wissen. Aber das finde ich ein geiles Feature. Allgemein, ich finde diese Sachen, wenn es darum geht... Ey, lass mich in Ruhe, ich wollte nicht dich. Diese Features allgemein, dass man halt Sachen verlieren kann nach einer Zeit. Finde ich relativ gut. Und ich kann die tatsächlich ausrüsten darunter. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ob ich die normalen nehme oder die Eisenstiefel. Also, sorry, aber ich finde das echt cool. Mittlerweile wird es immer besser. Dann hier ist auch nur noch so ein Shop. Ich vermute mal, ja, okay, das ist eh logisch, wenn da die Hammer-Symbole. Die weisen wahrscheinlich darauf hin, dass man da später Hämmer kaufen kann. Es würde mich dennoch interessieren, ob ich jetzt dort oben rein kann. Weil jetzt, wo die Toads zurückkommen, vielleicht hat sich hier diese Türe geöffnet. Nope, noch immer nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiterhin dieser Luftschlange nach. Weil es wäre doch schon mal ein ganz guter Erfolg, wenn wir die erste zumindest lösen würden. Aber es sieht so aus, als würden wir jetzt endlich mal eine neue Welt betreten. Der Picknickpfad. Okay. Hey, der gefällt mir aber richtig. Auch vom Design. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde diese Designs einfach mega geil. Das passt super. Und hier sind auf jeden Fall jede Menge Schnipsel in Gebrauch. 6-mal habe ich jetzt gezählt, glaube ich. Alter, was? Ja, okay, da ist ein Toad drin. Ich sehe sie schon. Jetzt geht genau das weiter, was ich befürchtet habe. Ich habe mich schon so lange in diesen Blättern versteckt, dass ich ganz grün geworden bin. Moment mal. Nein, das kann doch nicht. Okay, ich muss jetzt einfach fragen, ist das Luigi auch passiert? Bin ich der Luigi unter den Toads? Hey, dagegen hätte ich gar nichts. Ich meine, so viel Glück wie er wirst du nie haben, aber egal. Weißt du was? Das wird jetzt mein Ding. Ich suche meine grüne Mütze, lass mir einen Schnurrbart wachsen und arbeite an meinen Grinsen. Oh, und wenn Luigi hier wäre, würde er dir jetzt sagen, dass du mit Plus das Menü öffnest. Dort kannst du dich mit Waffen ausrüsten, Items verwenden und dir alle möglichen hilfreichen Infos ansehen. Mama mia! Na, wie war ich? Absoluten Noob. Oh, hier haben wir ein Ding. Ja, ich werde natürlich jetzt alles ganz genau durchgehen. Jeden einzelnen Fleck. Weil es kann halt, wie gesagt, überall ein Tod versteckt sein. Und natürlich werden wir auch die Löcher allesamt stopfen. Wow, hier ist ja total schön. Bunte Blumen, blauer Himmel und Sonnenschein. Also ich finde es ja, es ist sogar so schön hier, dass wir anhalten und ein Picknick machen sollten. Nein, was rede ich denn da? Tut mir leid, Mario. Hier ist es einfach so schön, da hätte ich fast die Luftschlange vergessen und alle unsere anderen Probleme. Denk dir einfach an ein Picknick. Skuntink wird jetzt an Pokécamping denken, wisst ihr? Okay, sorry, der musste jetzt sein. Ist halt einfach auch Fakt. So, und da oben ist eine Höhle. Okay, da muss hier irgendwo auch ein Eingang sein. Ja gut, wir werden auf alle Fälle alle Gegner mal klatschen, das ist klar. Uns die Schnipsel holen von denen. Und natürlich versuchen, alle möglichen Toads zu finden.
Auch diese Schattenpunkte. Oh. Ja, auch die Schattenpunkte haben was zu verbergen. Hier ist ein Tod zum Beispiel. Hoffentlich hattest du keine Schatzkarte oder Schriftrolle mit uralten Geheimnissen erwartet. Jetzt würde es mich halt echt noch fett interessieren. Wirklich, kann es sein, dass die in Blumen auch drinnen stecken, die Toads? Weil wenn ja, dann wird's mega ätzend. Da kannst du ja gar nicht alles finden, ne? Aber ich sehe schon. Ja, also dieser Picknickpfad, der gefällt mir relativ gut. So, das haben wir auch hier. Ich würde mir trotzdem mal wieder ein paar neue Items wünschen. Es ist an der Zeit. Ah! Und dir gebe ich mal gleich direkt einen mit Hammer mit. Ich meine, macht jetzt eh nicht so viel aus, aber egal. Was sind denn diese Zeichen da drüber? Toll, wie die Toads, die wir gerettet haben, uns von der Tribüne aus zudurbeln. Die sind ja total aus dem Häuschen. Weißt du, was ihren Enthusiasmus noch steigern würde, wenn wir sie bezahlen? Halt Y gedrückt, wenn du ein paar Münzen übrig hast, um sie den Toads zuzuwerfen. Da können ganz viele tolle Sachen passieren. Okay, es heißt wohl anscheinend, ich tue es jetzt nicht, aber... Man könnte ja mittlerweile die Toads bezahlen, damit die halt uns ein bisschen anfeuern und dann unterstützen. Ich glaube aber nicht, dass die paar Toads, die wir aktuell haben, wirklich so viel ausmachen. Aber später wird das wahrscheinlich auch mit den Münzen viel zu tun haben. Weil wahrscheinlich werden dann die Gegner so stark sein, dass man halt wirklich diesen Enthusiasmus braucht. Es wird passieren, Leute, ich bin mir relativ sicher. Ich sehe diesen Schmetterling hier. Ich sage jetzt nicht, der ist ein Toad. Oh mein Gott, das ist ja krass, das mit den blauen Münzen aus Mario Sunshine. Wollte mich eigentlich verarschen. Also echt jetzt. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Warte mal. Wie kriege ich denn das jetzt wieder hin? Das geht ja auch nicht. Ja gut, den Punkt muss ich mal lassen fürs Erste. Hier ist auf alle Fälle unser nächster Kampf am Start. Nee, aber das ist gerade echt schlimm. Also Schmetterlinge könnten tatsächlich tot sein. Das tut halt gerade echt brutal weh. Schnell, ich habe nicht mehr viel Zeit. Nein, was tue ich denn, ich Idiot? Oh. Ich glaube, das war allgemein falsch von mir. Na gut, die Goombas sind ja nicht, zum Glück nicht das große Problem, weil die kann man halt noch easy klatschen, aber... Bei den Shy Guys wird schon wieder ein bisschen interessanter. Nope, die Überlebens. Ich meine, die sind zwar schon am Keuchen, weil... Nope. Boah! Alter, haben die gezogen! Es dürfen mir nicht so viele Fehler passieren. Ich meine, 50 KP ist jetzt auch nicht die Welt. Ihr habt schon richtig gesehen, Leute. Der zieht einer 3 KP ab. Wenn da jetzt nicht nur 4 Shy Guys auf dich zukommen, sondern vielleicht mal 8. 8 mal 3, 24. Da bleibt dann nicht mehr viel übrig in der Summe. Jetzt habe ich wieder aus Versehen das Falsche gedrückt. Ich glaube, es ist mal an der Zeit. Einfach nur sicherheitsweise. Wir haben hier genug Pilze. Ich gönne mir mal kurz ein. Und ich suche natürlich weiterhin nach ein paar Toads. Die Blume ist anders. Ja, super. Ich hab's mir gedacht, ey. Also, das war eine Tulpe und das andere ist halt, ihr habt sie richtig gesehen. Tja, jetzt werde ich wohl nicht mehr blühen. Ist auch besser so. Gut, hier ist nix. Ich hoffe mal, man muss sich manche Bäume ein paar Mal anschlagen und dann auf Zufall anschlagen und erst dann kommt ein Tod runter. Ich trau mich halt nicht mal weitergehen. Hier ist ein Cooper. Ah, Mario, ich wusste gar nicht, dass du auch auf Pilgerfahrt bist. Möchtest du auch dich unter den Panzer der Erleuchtung begeben? Nicht gut. Oh, da kommt ein zweiter Cooper. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Hey, hey, jetzt beruhig dich mal. Ist etwas passiert, das einfach nur nicht gut ist oder etwas, das schlecht ist? Schlecht, schlecht! Schreien sie noch hinterher.
Ja, was schlecht? Super, wenn du schlecht sagst. Findet Erleuchtung im Tempel des Pergamenton spenden, verehren weiter Spendner. Super Schild. Auch hier sehe ich wieder ein Schnipsel. Und da vorne ist wieder ein Schmetterling. Ich habe da drin eine lange, lange Zeit festgesteckt. Und nur, dass du es weißt, da gab es keine Snacks. Ich bin schon ganz schlapp. Wie toll wäre es, wenn ich wie du einfach Y drücken könnte, um einen Pilz zu wenden. Dann wäre ich ruckzuck wieder fit. Hier ist auf jeden Fall die Schlinge. Hey, sieh dir mal dieses süße Haus an, um das die Luftschlange meines Bruders geschlungen ist. Meinst du, dass da jemand drin ist? Ach, das sieht mir nach einem wirklich verwickelten Problem aus. Hallo ihr da drin in dem total süßen Haus, wir wollen euch helfen. Bewahrt einfach die Ruhe und wir kommen zurück, nachdem wir die Sache mit der roten Luftschlange abgewickelt haben. In Ordnung? So, fertig. Jetzt fühlen sich Leute in dem Haus bestimmt besser. Ich glaube nicht, dass da irgendwer drin wohnt, aber egal. Hier haben wir wieder einen fetten Schmetterling. Ich kann zwar nicht ewig so weitermachen, aber ich kann es versuchen. Ja gut. What? Ich habe gerade meinen Hammer dagegen geschlagen und dann kommt da wirklich ein Gumba raus. Oh Scheiße, okay, das ist verwirrend. Nee, ist nicht. Ja, okay, ich stelle mich manchmal ein bisschen blöd an. Aber wir werden übrigens noch früh genug diese Hilfe von den Toads annehmen. Aber vor allem jetzt, wo wir so viele schon finden, ihr seht eh schon hinten, ne? Mittlerweile sitzen schon ein paar an den Ringen. Ja, das sind die Mario Ultras. Meine Ultra-Szene, die ist natürlich absolut Legende. Das ist einfach Fakt. Ja, und das sieht so aus, als würde das genau nichts bringen. Auf alle Fälle war das noch nicht der richtige Weg. Hey, das ist Mounty. Hey, willst du quatschen? Na dann hör mal, dort in dem Haus, da wohnt ein komischer Tod. Werkelt gerne an Sachen rum. Viel Glück, wenn du mit ihm reden willst. Mit dieser roten Luftschlange ist da kein Reinkommen. Siehst du es selber. Ich sehe noch hier einen Punkt, einen schwarzen. Okay, der hat nur Schnipsel gehabt. Dann würde ich sagen, wir schließen das Loch auch noch. Und da unten ist auch noch eins. Also es ist halt echt so, an jeder Ecke ist irgendwas versteckt. Meistens musst du mit dem Hammer reagieren. Ich weiß natürlich auch, dass die meisten Kämpfe hier optional sind, aber ich mache es ja trotzdem sicherheitsweise. Eben nicht nur wegen der Übung, sondern auch einfach... Warte, falsche Richtung, ich muss mich konzentrieren. Okay, sondern auch deshalb, weil ich glaube, dass wir jede Münze brauchen können. Weil ich glaube echt, die Toads werden noch eine wichtige Tragrolle spielen. Meine Fans da draußen, wirklich meine krassen Fans. Stellt euch mal vor, die vollen Tribünen. Weißt du, eigentlich ist jeder Kampf hier ein Auswärtsspiel und sie fahren einfach mit. Ach ja. Keiner Joke von meiner Seite. Auch der Baum kommt mir schon wieder so spanisch vor. Ja, schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich habe es gerade vorher noch gesagt. Ey, wenn du einfach random gegen irgendeinen Baum hauen musst. Oh, hier ist ein Schnipselsack. Yay. Wow, das ist jetzt weltbewegend. Und auch hier haben wir wieder mal eine schöne Sache. Geht sich knapp aus. Und was haben wir hier? Ach, jetzt kommt der Schmetterling runter. Das ist fast so gut wie fliegen. Fast. Nee, der hat mich gesehen, oh Gott. Aber wo geht's denn da jetzt genau zu dieser verdammten Luftschlange hin? Ich glaube, ich hätte rechts laufen müssen vorher, nicht wahr? Was mache ich da eigentlich? So. Gut, jetzt ist alles richtig. Wisst ihr, ich muss mir jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen überlegen, weil offen ehrlich gesagt, bisher ist es halt... Das stört mich schon ein bisschen, es ist nur das Gleiche. Also, gerade machen wir einfach nur Gegner klatschen, Toads suchen, ja, und währenddessen halt die Hauptstory.
Aber ich finde es trotzdem cool, hier die Landschaft einfach zu entdecken. Und hier steckt man wieder ein Tod fest. Und meine Nase juckt gerade. Ach, das nervt. Danke, Mario. Also diesen Abschlag habe ich ziemlich in den Sand gesetzt. Ach, das ist ein Golffeld. Ja, lul. Hey, das sieht mega geil aus. Nein, das war ein Gegner. Da oben geht es gar nicht weiter, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen runter. Ja, sicher, natürlich. Okay, es ist relativ einfach, aber trotzdem. So, jetzt haben wir es richtig. Ich frage mich trotzdem, wo bleiben denn die krassen Gegner? Ich meine, die Eisenstiefel bisher noch nicht in Verwendung. Obwohl, ich glaube, die Eisenstiefel... Ich glaube, wir sind uns einig. Ich werde die nur dann verwenden, wenn ich vielleicht mal patzen sollte bei der Anordnung. Weil da fällt ja dann dieser Angriffsbonus weg. Na gut. Neuer Schnipsel auch noch, das passt. Damit müsste ich diese Lücke hier auch schließen. Genau. Und ich sehe schon den Punkt darin. Nächster Tod. Ich sag's euch, es gibt mehr Toads in dem Spiel. Ich wette drauf. Alter, mein Kater hat mich gerade erschreckt. Er hat gerade so einen Longjump zu mir gemacht. What the hell? Kater, was ist los mit dir? Ich wette mit euch hundertprozentig, dass es mehr Toads hier gibt als Crocs in Legend of Zelda. Ich wette echt darauf. So, ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Hier ist nichts. Aber der Pfeil zeigt dann nach oben. Aus welchem Grund auch immer. Ach, hier geht der Weg weiter. Und hier ist ein Fuchs. Oder was? Warum frage ich eigentlich so blöd? Es ist logisch, dass es ein Tod ist. Wuff, ich meine, wirf mal Stöckchen. Ich meine, komm zum Kampfstudio und wirf mal Stöckchen. Ich meine, mir gehört das Kampfstudio in Toton. Komm doch mal vorbei, es ist direkt neben dem Museum. Was denn? Du bist den ganzen langen Weg von Toton hierher gekommen und jetzt gehst du wieder zurück? Ja, außer du kennst eine Abkürzung. Die Röhre auf dem Panoramaberg könnte vielleicht eine sein. Ich habe gerade, no joke, Pornoberg gelesen. Ich bin wohl etwas auf den Hund gekommen, also mache ich mich besser auf den Rückweg. Wir sehen uns im Kampfstudio. Wuff, wuff. Der Tod ist ein bisschen komisch. Oh, ich sollte noch erwähnen, dass gerade eine Bonusaktion für neue Mitglieder läuft. Und das bedeutet Geschenke. Wuff. Ja, Hündchen, sei leise. Ein Geschenk? Toll, Geschenke sind umsonst. Wir müssen uns unbedingt das Studio von diesem Tod ansehen, Mario. Ja, aber jetzt noch nicht. Jetzt will ich erstmal den Rest von dieser Welt hier entdecken. Gut, hier war wieder nur das. Der Baum, der sieht mir auch schon wieder komisch aus. Ist aber dieses Mal nichts. Hier geht es auf alle Fälle weiter. Vielleicht mit einer Cutscene. What? Hm, sieh mal, die rote Luftschlange. Sie geht bis ganz nach oben. Da hochzuklettern ist doch kein Problem für dich, oder? Also für deine Beine. Ach, was rede ich denn da? Du bist Mario, klar schaffst du das. Und ich mache es mir so lange in deiner Tasche bequem. Warte, ich sehe das jetzt, das sind die Szenen aus... Ich habe im Treehouse das später eingeschaltet, da waren die schon dort unterwegs. Jetzt erkenne ich erstmal wirklich, den Ort. Na gut, ich laufe trotzdem nochmal zurück, weil ich... Nein, Goomba, nein, die respawnen, das hätte man mir sagen können. Ah, ich wollte da runter noch laufen, nämlich... Sehe ich das da richtig? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mann, aber jetzt muss ich wieder kämpfen. Schalenschlacht auch noch, weil die ja zu zweit angegriffen kommen. Okay, die Kämpfe sind teilweise doch optional. Das wird noch lustig werden. Hä? Ich check's gerade überhaupt nicht. Ach, oh Gott! Ja, okay, behindert sein ist natürlich auch... Nein, das war die falsche! Ich habe mich gerade vertippt.
Ja, Epic Fail auf alle Fälle. Ja, super. In so einem Fall verwende ich jetzt mal den Eisenstiefel. Wie viel Schaden macht denn der? Ja, okay, der ersetzt eben das, was ich jetzt eigentlich gewonnen hätte. Durch den Angriffsbonus. Los, bring es zu Ende. Angriffskraft erhöht. Okay, und jedes Mal beim zweiten wird sie automatisch erhöht. So, letzte Schergenschar. Ich glaube, das ist bis jetzt die einfachste von allen. Mann, was? Manchmal will der Controller mich aber auch verarschen, habe ich das Gefühl. Zumindest in welche Richtung es geht. Also wenn du das dann nicht unter Kontrolle hast, dann wird es echt problematisch. Ja, ich wollte eigentlich jetzt gerade nur hinlaufen, weil ich den Block gesehen habe zu spät. Und der Block, der ist ja, man ersichtlich, dass der... Ah, so. Dass der auf jeden Fall diesen Papierkranich dort am Wasser wahrscheinlich natzen wird. Komm her, mein Freund. Oh. Okay, es funktioniert doch ein bisschen anders. Jetzt hat es funktioniert. Natürlich ist der Wasserschirm nicht zu vergessen, er ist aus Papier. Aber zumindest ist er gerettet. Ist es gerade wirklich passiert? Ich kann nicht mal schwimmen. Ja, was den Kranich, also alles gut. So, wir haben auch wieder Schnipsel. Nee, ich wollte hier runterlaufen und schauen, was hier ist. Nee, das ist ein Tor. Ich habe keinen Bock auf Rätsel. Ich habe echt keinen Bock auf Rätsel. Aber ich habe das Treehouse an der Stelle schon gesehen. Das heißt, eigentlich sollte ich es wissen, wie es geht. Vielen Dank, Mario. Aber wenn du es auf ein Vermögen abgesehen hast, hast du den falschen Tod gerettet. Ich verkaufe aber edles, exquisites und extra günstiges Zubehör in Toadtown. Schau doch mal rein. Ja, okay, wir befreien gerade alle Toads, wie es nur geht, bezüglich... Ihr wisst schon. Gut, und den hier habe ich auch schon mal sicher. Hey Mario, cooler Schwung mit dem Hammer. Wenn du einen Schwung drauf hast, kannst du sicher auch erstklassiges Zubehör aktivieren. Da muss ich dir sicher auch nicht mal erklären, dass du mit Plus das Menü aufrufen kannst, um Zubehör zu aktivieren, oder? Ja. Mario, es ist da etwas passiert, das gar nicht gut ist. Schlecht sogar. Das Tor zum Erdpermagenton ist verschlossen. Niemand kommt mehr hinein, um es zu verehren. Das Tor öffnet sich nur, wenn sich alle 5 Panzerkugeln wieder an ihrem Platz befinden. Aber 4 von ihnen sind weg und der Typ da versucht im genau diesem Moment die 5. zu klauen. Wir würden ja versuchen, ihn aufzuhalten, aber du weißt schon, wir sind Koopas. Was können wir schon ausrichten, ihn ganz langsam anrempeln? Ja, ich habe einen Hammer, ich könnte euch eine verpassen. Ihr knallt dagegen und dann hat sich die Geschichte erledigt. Hoppala. Ja, und ich sehe schon, da rechts oben ist auch noch wieder ein Gang, da unten geht's auch weiter. Ja, okay, es ist auf jeden Fall einiges, was wir hier noch offen haben, bezüglich einige Rätsel, die wir wieder beim nächsten Mal zu lösen haben. Und das heißt, Leute, danke fürs Zusehen, wir beenden die Folge, bis dahin, ciao, Leute.